Irgendwas schießt doch auf mich. Aber hier ist doch niemand. Hey Leute, hier ist wieder euer Wicked und herzlich willkommen zurück bei Let's Play die DayZ Standalone in der Early Alpha. Und ja, beim letzten Punkt, da war ich ja noch in Balota und wollte nochmal zum Military-Gelände. Da wurde ich leider von zwei bösen Typen abgeknallt, war auch übelst dunkel und ich bin ihnen auch voll reingerannt. Naja, und ich bin neu gespawnt in dieser hübschen kleinen Stadt. Ich weiß aber nicht, wo ich hier genau bin. Und ja, ich habe schon einiges zusammengelootet. Da sehen wir es. Also gut, ich kann mich wehren mit einer Axt, ne? Und eine schöne kleine Mütze, neue Boots, so eine Regenjacke und ich habe auch einen Haufen zu essen und zu trinken gefunden. Also Spaghetti, schöne Orange, Banane, also was Gesundes. Dann haben wir hier noch so Milchpulver, Wasser, eine Map haben wir. Was es nicht alles gibt, hier Schlüssel für Handschellen und dann Feuerholz etc. Und anscheinend war hier noch niemand in dieser City. Und die nehmen wir erstmal schön aus und dann machen wir uns irgendwie auf Richtung Norden. Vielleicht nach Starisobo oder sowas. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Ah, wir können dieses T-Shirt in. Da können wir Rags draus machen. Das sind so Bandagen. Hier haben wir die. Ja, die können wir eventuell nochmal gebrauchen. So, und jetzt gucken wir mal weiter. Na, komm. Also langsam komme ich echt gut klar auf die Steuerung. Ist eigentlich relativ easy. Was haben wir hier? Eine Wolfmaske? Die nehmen wir doch mal. Crazy. Schade, können wir uns nicht direkt, nicht ganz genau angucken. Aber egal. Na, auf jeden Fall, dieses kleine Dörfchen gibt ordentlich was her. Und ja, wir gehen von Haus zu Haus und ja, statten uns mit allem aus, was wir uns unter den Nagel reißen können. Gamma habe ich extra mal ganz hoch gestellt. Damit ihr auf jeden Fall was seht. Denn nach dem Rendern für YouTube ist das. Was habe ich hier denn? Pipe Wrench nehmen. Ist das nochmal noch dunkler. Und das schockt dann ja auch nicht. Das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. So eine Rohrzange kann man eventuell nochmal gebrauchen. Was haben wir hier denn? Burlap-Sack. Was ist das? Was kann man damit machen? Sack is ideal for shipping and storing seeds, potatoes, etc. It has drawstrings closer to the top of the bag. Ach so, wir haben irgendwie so einen komischen Sack. So ein Sack ist das irgendwie. Da können wir Samen reinpacken und dann werden die nicht feucht. Das heißt, man kann hier auch Sachen aussäen oder wie sehe ich das gerade? Portable Gas Lamp. Cool. User joined your channel. Das nehmen wir doch auch mal mit. Very good. Mark, was ist? Na? Langweile. Ja, das war mir eben ein bisschen zu laut in dem anderen Channel. Ja. Und dann dachte ich mir, ich nehme einfach mal ein bisschen was auf hier. Ich bin nämlich gerade in so einer kleinen City und loote die aus, damit ich dann irgendwann mal Richtung Norden kann. Also hier ist echt super viel zu essen und auch verschiedene Sachen. Orangen, Äpfel, Bananen und alles Güteklasse A. Also nichts Verdorbenes. Boah, wie viele einfach nur das Spiel gerade spielen, ne? Ja. Ich habe echt viel zu essen. Das ist ganz cool. Und ich hoffe natürlich, dass ich nicht wieder so eiskalt niedergemetzelt werde. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, welche Häuser ich schon hatte und welche nicht. Zockst du auch gerade? Ich nicht mehr. Ich werde also morgen werde ich dann weiter zocken. Okay. Werde jetzt noch ein bisschen was im Internet gucken. Zum Beispiel deine Folge. Genau. Kannst du gerne machen. Oder hier Pizmeet, die haben auch gerade eine Folge. Ach, guck dir lieber meine an. Ist besser. Was haben wir hier denn?
Cool, ein Schraubendreher. Kann ich den nicht aufnehmen? Doch. Moment. Muss ich erstmal umsortieren. Mein Inventar ist gleich voll. Aber der hat genauso viele Plätze. Dann schauen wir mal weiter. Heiter weiter. Ja, hier sind zwar Zombies, die ragen nicht, aber stehen halt dumm rum. Da was? Nee. Okay, mein Typ ist durstig. Dann kriegt er mal so eine geile Soda. Yum, yum. Und er fühlt sich besser. Du bist ja mal richtig eklig, du nimmst eine verrottete Kiwi mit. Ja, die habe ich gegessen. Dachte ich mir, egal, scheiß drauf, mal gucken, was passiert. Oh, war ich in dem Haus schon drin? Glaube nicht. Nee, war ich glaube ich nicht. Was ist hier? Verrottete Orange. Oh, was haben wir hier denn noch? Oder waren wir hier schon drin? Oder war ich hier schon drin? Kann sein. Sieht fast so aus. Ach nee, cool. Hier haben wir noch eine Dose Sardinen. Buch. The Cave of Gold. Was kann man mit den Büchern eigentlich machen? Bis jetzt nur mitnehmen, wa? Kann man hier im Auto irgendwas machen? Okay, Tür öffnen. Ah, man kann die Autotüren öffnen. Hier scheint nichts drin zu sein. Kann man den Kofferraum öffnen? Oh, gelbe Kette. Ist jetzt Restart? Es scheint ein Restart zu sein. Na gut, liebe Leute, dann sehen wir uns gleich wieder. Für euch ist es nur eine Sekunde, für mich wahrscheinlich ein bisschen mehr. Also bis gleich, haut rein. So, willkommen zurück, liebe Leute, und seht, wo ich gespawnt bin nach Server Restart. Hier in dieser blöden Scheune. Da haben wir uns zuletzt ja gar nicht ausgelockt. Aber wir nehmen mal die Axt wieder vor, damit wir gerüstet sind für den Ernstfall. Aber das heißt, wir können im Prinzip noch eine Loot-Runde hier machen. Dann schauen wir mal. Ach, man kann übrigens so witzig hopsen, ob man hier auch rüberkommt. Achso, nee, auf V war das ja. Moment. Ah, hops. Oh, ja, durchgeglitscht. Auch nicht schlecht. Oh, hier waren wir ja einmal. Ist hier was drin? Ich sehe gar nichts. Gehen wir hier halt nochmal rein. Oh, Tür auf. Komm, mach auf. So, was haben wir hier? Liegt da was?
Boah, du bist ja richtig knallharter. Lootest erstmal so einen fremden Typen. Ja, muss alles mit, ne? In so einer Apokalypse, da muss man ja sehen, wo man bleibt. Oh, wir gehen noch mal in eine Kirche rein. Mal sehen, ob wir da noch was kriegen können. Vielleicht klappt das hier noch mal mit dem Durchglitschen. Hops. Dann gehen wir durchs Tor. Durchs Tor. Hier liegt nix. Oder war da eben was? Nö. Hier ist soweit. Alter, wie oft ist der denn durstig, unser Kamerad hier? Dann, kriegt er hier noch so eine Soda-Can. Aber ich muss einmal schauen, was das Ding hier ist. Resealable Water Bottle. Okay, cool. Das heißt, wir können die mit Wasser auffüllen. Und ich glaube, in diesem Dörflein war sogar auch irgendwie so ein Tümpel. Und den suchen wir jetzt noch mal eben. Ah ne, zuerst gucken wir hier noch mal rein. Was ist das denn da vorne? Gucken wir hier noch mal rein. Leer. Gut, dann schauen wir noch mal eben danach. Das war in der Nähe von der Kirche hier, aber ich glaube da vorne. Wenn mich hier nicht alles täuscht. Oder da, wo der Zaun ist. Müssen wir mal gucken. Hier ist nix. Dann gehen wir hier nochmal gucken. Ist da ein Zombie drin? Ja, gehen wir mal in diese hübsche kleine Villa. Gucken uns hier mal um. Steht hier was im Schrank? Nö. Gehen wir mal zuerst nach oben. Können wir nicht aufmachen. Hier auch nicht. Ah. Okay, hier ist nix. Schade. Können wir auch nicht aufmachen. Können wir auch nicht aufmachen. So, hier geht's wieder nach Wicked! draußen. Was? Mark, was? Drück mal die F1. Nein, ich weiß, was passiert. Was passiert? Hebst den rechten Arm. Moment, guckst du dir gerade mein Video an und du fragst mich, was Ich passiert, guck wenn man gerade F1 drückt? alle möglichen Videos an. Weißt du auch, was passiert, wenn man F2 drückt? Ja, weiß ich auch. Man hebt beide Arme und Was war bei auch so? F3 setzt man sich hin. Was ist, wenn man F50 drückt? Was? F50? Ja, also. 50.
F50, ja, wenn du das auf deiner Tastatur hast, dann würde ich sagen, kauf da nie wieder eine Tastatur. Hab angebaut. So, jetzt irre ich hier ein bisschen durch die City und suche eigentlich nach diesem bescheuerten Wasserloch. Ich laufe hier nochmal eben rüber. Aber ich finde, man hat echt eine realistischere Geschwindigkeit beim Laufen als bei Origins zum Beispiel. Man joggt ja eher so. I feel like taking a nap. Ja, wir können jetzt nicht schlafen. Wir haben eine Mission zu erfüllen. So, wir gehen hier nochmal in die Scheune rein. Gucken mal, ob wir hier irgendwie noch was abstauben können. Ja, scheint nicht so. Aber wo ist dieser blöde Tümpel? Wo geht's da überhaupt hin? Aber wenn ich nur ansatzweise wüsste, wo ich bin, ne? Das wäre ja schon mal die halbe Miete. Aber wir machen uns gleich mal auf, woanders hin. Oder was steht hier drauf? Das ist. Was steht da? Hobben. Kopop. Ich muss erstmal auf eine Map gucken. Habe ich nicht eine Map? Doch, ich habe hier eine. So, dann gucken wir da mal rauf. Moment, also wir haben auf jeden Fall ein Dorf mit einer Kirche. Und wir haben viele Häuser. Da sind wir wirklich da. So, wie mache ich die Karte jetzt nochmal weg? Wenn ich nochmal zwei drücke, so. Ich meine, wir gucken nochmal drauf. Ja, das ist die Frage, wo können wir sein? Also wir sehen in der Entfernung. Könnte das da sein? Können wir uns eigentlich. Upp, was mache ich jetzt? Habe ich gehauen? Ich glaube, ich habe geschlagen. Moment, ich muss mich mal eben orientieren. Also wir haben hier eine Kirche. Vor der Kirche haben wir eine Abzweigung. Wir gucken hier mal aufs Verkehrsschild. Ja, witzig. Warum sind da so viele? Da ist doch ein Spieler, oder nicht? Habe ich da eben irgendwas gesehen? Naja. Boah, der will schon wieder was trinken. Das kann doch nicht wahr sein. Da meldet sich ein Zombie. Also irgendwas muss da ja sein.
Ach, da hinten ist die Fabrik. Dann kann das natürlich. Nee, oder ist das. Die Starisobo kann das ja nicht sein, oder? Na, wir legen uns mal eben hin. Gucken da noch mal rauf. Moment, hier wäre die Fabrik. Gorka hat hier so ein. Ist denn das? Na, was sag ich? Da hinten ist doch jemand. Jetzt nochmal, da hinten die Fabrik. Also wir werden erstmal den Weg zur Fabrik einschlagen. Hallo Es sind Leute. Zombies, obwohl man sie nicht sieht. Leute, ich werde hier die ganze Zeit von Zombies geschlagen. Ich höre die auch die ganze Zeit, aber man sieht die nicht. Ich musste mich gerade verbinden. Wir können ja mal ein bisschen stehen bleiben. Da. Und jetzt wurde ich gerade. Das kann doch nicht sein. Was ist denn das? Das ist strange. Irgendwas schießt doch auf mich. Aber hier ist doch niemand. Das ist. Also irgendwas läuft hier gerade Ja. mächtig komisch. Ich habe auch eine gelbe offene Kette die ganze Zeit. Ich höre die ganze Zeit Zombies. Ich versuche mich nochmal zu verbinden. Ist schon. Okay, jetzt bin ich bewusstlos. Pff, das heißt, ich bin tot und kann im Prinzip nochmal starten. Das war ja strange, ey. Das war echt ganz komisch. Naja, wir sehen uns wieder, wenn ich lebe. Bis dann.